Hey, was geht ab, Leute, Junge? Auf dem Weg zum Ostpark. Ein paar Balmers abchecken. War schon lange nicht mehr hier. Obwohl, doch, letztens habe ich einen kurzen Abstecher hier gemacht für Powerwise. Aber es war irgendwann mitten in der Nacht. Aber ich meine, so richtig hart gegrindet habe ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, das war letztes Jahr, auch zu Weihnachten ungefähr. Die Zeit Dezember für Riehörner mit Dimi. Hey, was geht ab, Leute? Hong hier. Der Dimi am Start. Nummer 3, möglicherweise Nummer 2. Man weiß nicht genau. Möglicherweise, Tati. Halb Fettes wartet auf dich, mein Freund. Wir sind ja gerade Michaelibad ausgestiegen. Auf dem Weg zum Ostpark. Neue Nester sind wieder da. Rihorn ist jetzt dort. Wir waren schon endlang nicht mehr Ostpark. Seit dem Bisasams. Schon endlang, so ja, gell? So ja, jetzt wollen wir heute das Rihorn-Nest mal ausprobieren. Hom und ich sind ja jetzt beide Arena-Meister geworden. So ist es. Ja, und Rizoros zurzeit eines der besten, um es in die Arena reinzusetzen. Oh ja, auf jeden Fall. Es geht richtig hoch von der WP her. Ist auch ein ziemlich guter Defender. Ich habe auch schon mit Aquana dagegen gekämpft. Es ist zwar doppelte Schwäche, aber aufgrund der hohen Verteidigung frisst es den Schaden nicht so wie normale Pokémon, die Schwäche haben. Also es ist schon ein ziemlich guter Defender und Schaden macht es halt auch noch zusätzlich. Also ich finde, dafür, dass es auch so weit oben sitzt, ich finde es zum Beispiel besser als Dragoran. Ja? Besser als Dragoran. Ja? Von dem Wind. Da ist ein Rodon Red. Ich dachte, dass es vielleicht knapp wird mit den Leuten und so. Hab gehofft, dass da genug Leute zusammenkommen, aber es sind echt eine Menge Leute gerade unterwegs. Oh mein Gott, GPS, macht keine Probleme. Warte, ihr seht es gerade gar nicht mehr. So, Moment. So, jetzt Screen Record an. Das ist die Arena. 6 Minuten noch. Aber es sind so viele Leute hier. Wetter ist relativ gut. Für Ende Dezember und war mir anscheinend sehr interessant. Auf jeden Fall habe ich so viele Leute gerade gesehen. Wir drehen noch ein paar Runden, ein, zwei habe ich schon gefangen, ein, zwei sind auch bereits abgehauen und machen den Ready und dann schauen wir mal. Ich habe gerade den Dreck gesetzt. Richtig leidend. Arena zum Glück noch gelb geblieben. Da eine Menge Chaos, eine Menge Hobbyspieler, die anscheinend nicht so viel Erfahrung mit Raids haben. Am Ende ist jetzt eine große Gruppe einfach öffentlich reingegangen. Und dann gibt es ein paar kleinere Gruppen. Aber egal, ich mache jetzt einfach den Godon hier. Gäbe dir keine Gruppe zusammen. Es gibt eine Parkarena. Hier war auch schon mal ein Mewtwo EX Raid. Und am Freitag ein Trigger-Versuch. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich der war, ob da genug Leute gekommen sind. War ein bisschen untergetaucht, nicht untergetaucht. Ihr wisst, was ich meine. Nicht so viele Leute haben darüber erfahren. Und Godon macht mich hier ziemlich fertig, Gott. Wieso sind alle meine Gagados halb tot? Mein Gott. Ihr könnt sehen, Walmer und gutes Wetter lockt die Spieler heraus. Das ist echt eine Menge Leute. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Spieler bei einem Nest gesehen. So. Es ist übrigens auch gutes Wetter.
Das heißt, der hat Bonus. Ihr könnt hier sehen, 51.000. Das heißt, das ist unser erster 25er, Godon. Bin gespannt. Ich kenne die IVs nicht von 100% Level 25 Godon. Deswegen ist das jetzt eine kleine Überraschung hier. So. Ich glaube nicht. Ich glaube, der muss über 2,9 haben. Ho, ho, ho. Gelb hat den meisten Schaden gemacht. Manchmal reichen die schlechten Würfe. So. So muss das laufen. Nicht mal einmal gewackelt. Wir haben ihn. Level 25 Godon. Ich bin gespannt auf die IVs. Danach geht's Walmers jagen. Oh Gott, really strong, richtig schlecht. Oh, da ist ja direkt einer. Saftig. Nochmal excellent. Bin wieder zu Hause. Nest war ziemlich gut. Aber ihr wisst, Ostpark eines der besten Nester. Und die Stelle am Anfang mit Dimi war zu lustig, wo er gesagt hat, dass Rizeros besser ist als Dragoran. Ich blende hier noch einen zweiten Raid ein, den ich noch gemacht habe dort. Weil da war es dann zu windig. Echt viel zu windig. Konnte dann nicht weiter filmen. Auch Level 25 Godon. Den ersten gefangen. Den hier jetzt, glaube ich, auch gefangen. Und beides hier im Park gemacht. Also Park-Arenen. Möglicherweise eine Chance auf einen Raid, auf einen EX-Raid, aber ich denke mal nicht. Es kam gerade Einladung raus, wo ich das Video hier geschnitten habe. Und ich habe leider keine bekommen, weder für den EX-Trigger noch für die hier jetzt, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Aber trotzdem cool. Das Nest muss ich auf jeden Fall ein paar Mal noch abchecken. Habe jetzt über 400 Candies, aber noch keinen guten. Birgit habe ich dort auch gesehen. War natürlich fleißig am Sammeln. War am Tag davor auch schon da, habe ich gehört. Und da war schlechtes Wetter mit Regen und da kam so viel mehr, meinte sie, also schon interessant. Vielleicht hat das Wetter auch einen Einfluss auf Nester. Oder vielleicht kam einfach nur mehr Wasser-Pokémon und eines davon war halt der hier. Wer weiß. So, das war's von meinem ersten Besuch im Ostpark. Also nicht der erste Besuch im Ostpark, aber der erste Besuch vom Walmer-Nest im Ostpark. Hab ein paar Candies gemacht, jetzt ein bisschen mehr über 400. Einen kann ich entwickeln, aber wir haben jetzt schon so viel Material mit den ganzen Golden Rates und so. Level 25. Die Entwicklung hebe ich mir noch auf für das nächste Mal. Hab leider noch keinen mit guter IV. Aber hoffentlich das nächste Mal dann vom nächsten Besuch. Also zweimal muss ich eigentlich noch hin. Problem ist halt, wenn die nächste Welle von Gen 3 kommt, dann ändern die auch immer die Nester, wenn die kommen. Das heißt, am Wochenende, wenn ich mal wieder Zeit habe für das Nest, könnte es sein, dass bereits eine neue Welle von Gen 3 Pokémon da ist und das Nest dann nicht mehr da ist. Aber wir werden es sehen. Hoffentlich kann ich das noch ein, zwei Mal abchecken. Aber das war's von mir. Schreibt unten rein, ob ihr schon einen Waldort habt. Wenn ja, wie gut ist das? Wie findet ihr den so? Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.